Yo, herzlich willkommen zu Let's Play FIFA 15 mit der Niederlande. Ja, die nächste Europameisterschaft steht an. Wir sind mal wieder auf dem Weg, Europameister zu werden mit dem ganz großen Ziel, den großen Pokal in Frankreich 2016 in die Luft zu reißen. Und heute sind wir als Nationaltrainer von Holland unterwegs. Und ja, wir stecken noch mitten in der Qualifikationsphase. Und zwar müssen wir da noch 4 Spiele machen. Wir sehen hier unsere Gruppe, wir sind momentan auf Platz 1, aber ihr seht selber, es ist momentan extrem eng alles. Wir müssen jetzt noch dieses Mal gegen Irland, beim nächsten Mal gegen Schottland, dann gegen Tschechien und dann gegen die Schweiz. Also ihr merkt schon, es sind nur große Gegner vor uns. Und ich würde sagen, ja, heute gegen Irland, wir gehen auch gleich rein ins Spiel. Wir spielen in Irland, das heißt, wir werden uns im Orange spielen, Irland im Giftgrün. Und ja, kurzen Blick auf die Aufstellung. Ich habe jetzt die Mannschaft nicht so zusammenwürfeln können. Die war jetzt schon ein bisschen vorgegeben. Beim übernächsten Mal werde ich dann ja mit einer anderen Mannschaft spielen. Aber ich finde es schön, das sind zwei junge Stars dabei, zu meinem Kishna und zu meinem El Ghazi. Die zwei sind sehr jung, haben sehr viel Talent und vorne natürlich mit Memphis Depay, Robben und Huntelaar, ein sehr gutes Sturmtrio. Gut, aber jetzt würde ich sagen, jetzt haben wir genug gelabert. Jetzt geht's los. Irland gegen die Niederlande. Das erste Spiel mit Holland. Ich freue mich drauf. Los geht's. Und damit herzlich willkommen zur Europameisterschaftsqualifikation für die EM 2016 in Frankreich. Ja, heute sehen wir das Spiel Irland gegen die Niederlande. Und hier sehen wir schon, Holland ist momentan auf Platz 1, allerdings nur ein Punkt vor Tschechien und Schottland. Irland momentan auf Platz 4. Für die wird es dann schon richtig schwer, da noch irgendwie nach vorne zu kommen. Ja, Stadion Irland ist restlos ausverkauft. Wir freuen uns auf eine packende Begegnung. Und hier sehen wir schon, die beiden Teams kommen ins Stadion rein und da sehen wir schon das große Talent natürlich von den Niederlanden, Arjen Robben und sein neuesten auch Memphis Depay, ein ganz junger Spieler. Und ja, wir sind gespannt, ob sich Holland hier wieder sehr gut präsentieren kann, weil sie haben natürlich das große Ziel, Europameister zu werden. Und jetzt hören wir uns dann erstmal die beiden Hymnen an, zuerst von Irland und dann von der Niederlande. Ja, Holland, bei den letzten großen Turnieren waren sie ja immer ganz mit vorne dabei. Waren ja auch mal im Finale gegen Spanien. Damals hat allerdings Spanien gewonnen. Ich glaube, das war sogar die Weltmeister. Nee, ich weiß nicht genau, wann das war. War das 2010, wo Spanien gegen die Holländer im Finale gewonnen hat? Ich glaube, es war 2010. So, hier sehen wir die Niederlande, natürlich mit Arjen Robben, mit Memphis Depay. Klaas-Jan Huntelaar ist heute von Beginn an, Van Persie nur auf der Bank. Und ja, wie gesagt, die nächsten Spiele werde ich meine eigene Mannschaft zusammenspielen, so wie ich sie meine. Weil ich muss erst mal schauen, welche Stars überhaupt Holland noch so auf der Bank oder so zu Hause gelassen hat. Arjen Robben, er will endlich mal mit Holland was gewinnen. Er hat bis jetzt noch nie was gewonnen. Mit den Bayern hat er schon so viel gewonnen, aber mit Holland bis jetzt noch nie. So, hier sind wir jetzt erstmal die Aufstellung von Holland. Vorne Keane, rechts McLean, Walters, Ireland und Gibson mit WLAN. Ein breites und ja, sehr enges Mittelfeld, so wie es aussieht. 4 Abwehrkette, Westwood im Tor. Und jetzt die Aufstellung der Niederlande. Im Tor, Krul. Da muss ich auch mal schauen, ob da einen besseren Torwart fit. Dann Willems, Martins, Indy, Vlaar und Van der Beek in der Verteidigung. El Ghazi, Kishna und Strootman im Mittelfeld und vorne Memphis Depay, Arjen Robben und Klaas-Jan Huntelaar. Die Niederlande steht auf Platz 1. Das heißt, wenn sie heute gewinnen, dann machen sie natürlich wieder mal einen riesen Schritt Richtung Europameisterschaft. Aber einfach wird das hier heute nicht. So, ein Franzose, der Herr Mitre, pfeift heute diese Begegnung. Und jetzt legen wir los. Jawohl, Anstoß für die Niederlande. Robben ist bereit. Und jetzt legen wir los. Holland gegen Irland. Wir freuen uns auf ein schönes Fußballspiel und los geht's. Die Niederlande wollen natürlich gewinnen, keine Frage, aber die Iren wollen natürlich auch nur irgendwie sich für Frankreich qualifizieren. Das wird natürlich unglaublich schwer, weil sie halt erst 4 Punkte haben. Aber möglich ist im Fußball alles. So, jetzt Huntelaar am Ball. Weiter geht's zu Memphis Depay. Depay schon mit der ersten Chance. Memphis Depay! Und Westwood im Tor wird hier schon recht früh geprüft. Stark gemacht von Depay. Man muss natürlich auch dazu sagen, Holland ist heute der Favorit. Sie haben die größeren Stars. Bei ihnen läuft es momentan einfach besser. Und die Iren, ja, müssen da irgendwie dagegenhalten. So, jetzt Ecke für Holland über Arjen Robben. Holt sie aber einen Kollegen dazu. Kurze Variante, Vlaar jetzt am Ball. Vlaar legt den flach rein, das war ein heftiger Fehlpass. Ball bleibt im Spiel und Irland kommt über Kane. Kane, weiter geht's zu Walters. Dann spielen wir jetzt McLean, weiter geht's wieder zu Coleman. Er ist nun größer. Coleman ist auch ein bekannter Spieler von der Barclays Premier League.
Hier sehen wir ihn. Der Linksverteidiger müsste, glaube ich, sein. Rechts- oder Linksverteidiger. Und jetzt Freistoß für Irland. Kommt gut in die 16 rein. Erste Gefahr, aber Krul ist sicher zur Stelle. Fängt den mal ganz locker. Und weiter geht's über Arjen Robben. Aber das schmeißt er erstmal dazwischen vorne wieder. Aber jetzt bekommt Robben den Ball trotzdem. So, als Robben auf dem Weg nach vorne wird hier nicht gestört. Und jetzt Huntelaar kommt da nicht hin. Aber dann holt er sich trotzdem den Ball. Und jetzt Memphis Depay. Depay hat natürlich das Talent. Memphis Depay mit viel Gefühl will er den ins Tor bringen. Aber da ist Westwood auf der Hut. Ball wird abgefangen. Und jetzt die Ire immer wieder über Walters. Da geht zu Ireland. Oh, der kommt gar nicht. Aber ein Foulspiel, sagt der Referee. Und deswegen Freistoß nun für Irland. Ja, wie angesprochen, in der Gruppe ist noch nichts klar. Der letzte Irland und Irland und der erste Holland trennen gerade mal 7 Punkte. Das ist eigentlich wirklich nicht viel. Und ja, mal schauen, ob vielleicht die Iren nochmal weiterkommen können. So, dieser Ball wird erstmal abgefangen. Jetzt kommt Klaas-Jan Huntelaar. Huntelaar, das war ein Foulspiel. Und hätte aber eigentlich weiterlaufen lassen können. Aber Schiedsrichter entscheidet nicht dazu. Gibt frei. Was? Wieso waren das jetzt frei? Okay, diese Entscheidung, muss ich sagen, verstehe ich nicht so ganz. Huntelaar ist so eindeutig aufgehalten worden. Aber der Schiedsrichter hat anders entschieden. Aber trotzdem Holland sofort wieder am Ball. Wie Huntelaar. Huntelaar will weiter zu Kischner. Der kommt nicht hin. Aber Memphis Depay hilft hinten mit. Ja, bis jetzt ist es ein unspektakuläres Spiel. Holland spielt ihr Programm runter, will das 1-0 erzielen. Bis jetzt gab es ja noch keine ganz so große Chance für die Holländer. Aber sie kommen wieder. Huntelaar. Huntelaar mit dem Ball auf die andere Seite. Da ist Van der Wiel. Van der Wiel wieder runter auf die andere Seite. Ein Seitenwechsel nach dem anderen. Sie wollen Irland scheinbar ein bisschen verwirrt spielen. So, jetzt die Chance vielleicht für El Ghazi, aber der verliert hier sofort den Ball. Und jetzt wieder die Iren über Delaney. Weiter geht's zu Walters. Man muss halt auch dazu sagen, Holland hat ein bisschen die Stars zu Hause gelassen. Also zum Beispiel so ein Wesley Sneijder ist heute nicht mit dabei. Und ja, Robin van Persie auch nur auf der Bank. Und jetzt wieder Huntelaar. Weiter geht's zu Kischner. Kischner, der Ball geht nicht so in die Mitte, aber da kommt leider keiner ran. Da war ein Vorspiel davon. Es wird auf jeden Fall nachträglich gelb geben. Und jetzt kommt wieder mal Irland. 23 Minuten sind schon gespielt. Die großen Torchancen, ja, die bleiben momentan noch im Sack. Und jetzt Irland mit der stolzen Flanke, aber der Ball geht flach in den 16er rein. Aber dann, Holland steht gut mittlerweile. Holland steht hin gut. Und hat es für die Chance, über El Ghazi den schönen Gegenangriff aufzuziehen. So, El Ghazi, weiter geht's zu Huntelaar. Der legt weiter zu Kischner. Kischner, wo ist einfach Memphis Depay? Der läuft irgendwie ein bisschen weiter hinten rum. Gut gemacht hier von Kischner. Kischner immer noch am Ball, aber jetzt wird er ihn gleich verlieren. Ja. Da war leider Schluss in dieser Situation für ihn. Bis jetzt ist heute wirklich noch nichts so zustande gekommen. Gut, ich muss natürlich sagen, ich muss mich ja schon mit Holland einspielen. Ist wieder eine andere Aufstellung, wieder eine andere Mannschaft. Da brauche ich wieder ein, zwei Spiele, bis ich die kenne. So, jetzt Irland im 16er der Holländer. Oh, schön gespielt. Torabschluss kommt. Und das ist eine gute Chance für Irland. 29. Minute. Zum ersten Mal ist Irland richtig gefährlich vorm Tor. Und dann geht er ganz knapp vorbei. Gute Chance hier. Für die Nummer 8, ich weiß gar nicht, wer es war. Auf jeden Fall Irland mit der ersten ganz großen Chance. Glück hier vor Irland, der hätte auch reingehen können. Viel hat nicht gefehlt. Aber es bleibt hier beim 0-0. Und Memphis Depay kommt. Weiter geht's zu Kischner. Der sieht Huntelaar. Huntelaar. Momentan auch ein bisschen so auf verlorenen Posten da vorne. Und jetzt Kischner Ball. Kischner wohin? Kischner hat einen guten Schuss, aber. Nee, Irland steht hin gut. Irland ist sehr gut hin aufgestellt, macht die Räume sofort dicht. Und jetzt die nächste Chance hier für Kane. Weiter geht's zu Whelan. Der wieder zu Walters. Walters versucht da die Flanke zu bringen. Kommt auch in den 16, aber wird hier sofort abgefangen. Und jetzt Huntelaar. Jetzt soll es vielleicht mal schnell gehen. Robben kann das doch. Robben vielleicht jetzt mal mit ein bisschen Tempo hier, aber da sind sofort zwei, drei Gegenspieler bei ihm. Jetzt wird es schwer für Robben. Jetzt wird es schwer. Robben. Robben kommt da mit seinem Schuss. Robben! Wird abgefälscht. Wäre aber, glaube ich, auch vorbeigegangen. Aber holt zumindest so einen Eckball raus. 37. Minute. Coleman fälscht ab zum Eckball. Und jetzt wieder die Holländer. Über El Ghazi kommt der Eckball rein. Da ist einer komplett frei, aber der wird dann wieder abgefangen, der Ball. Und jetzt. Ah, Irland stellt sich gut durch. McLean. Ja, der geht zu Keane. Aber Vla ist dazwischen mit fairen Mitteln und dann kommt wieder der Fehlpass. Ja, wie gesagt, ich muss die Mannschaft erstmal kennenlernen. Ich muss mir ja schon mit denen einspielen. Die kennen nur gar nichts von denen. Und jetzt nochmal
Irland kurz vor der Halbzeitpause mit der ganz großen Chance. Ball wird aber abgefälscht. Ja, erste Halbzeit ist fast vorbei. Irland schlägt sich wacker gegen die Holländer. Holland fällt am heutigen Tage noch nicht allzu viel ein. Jetzt wieder Huntelaar. Huntelaar. Der Schalker, weiter geht's zu Strootman. Strootman erstmal zu Williams. Williams vor zu Memphis Depay. Ja, Memphis Depay. In ihm wird sehr viel Hoffnung gesetzt. Ist ja ein überragendes Talent mit seinen jungen Jahren. Jetzt Huntelaar. Weiter geht's zu El Ghazi. El Ghazi im 16er. El Ghazi vielleicht jetzt mit der Chance. El Ghazi legt nochmal rein. Gut gesehen. Da wird er abgefälscht. Ja. Das ist eng. Das ist alles sehr, sehr eng hinten drin bei Irland. Aber es war ja auch nie anders zu erwarten. Jetzt El Ghazi wieder. Weiter geht's zu Huntelaar. Huntelaar, komm schon! Und nein, der ist nicht drin! Klasse an Huntelaar. Da hat er die ganz große Chance, endlich mal zu treffen. Und dann kommt der Torwart mit der Schulter, kann ihn dann nur irgendwie abwehren. Unglaublich. Und nochmal Eckball kurz vor der Halbzeitpause. Über Arjen Robben. Robben, da ist Vlaar mit vorne. Vlaar kommt aber nicht ran. Ball bleibt nochmal im Spiel über Gregor van der Wiel. Distanzschuss kommt, wird abgefälscht. Und nochmal die Niederlande über Strootman. Strootman, da verliert er hier den Ball. Ja, also wie gesagt, so ganz läuft es noch nicht so, wie es bei Holland laufen sollte. Aber sie werden sie in den nächsten Spielen versuchen zu bessern. Und jetzt kommt erstmal Irland über Walters. Erste Halbzeit ist noch nicht vorbei. Ball wird abgefangen. Vielleicht jetzt nochmal Holland. Außen geht Robben. Huntelaar ist mit vorne. Aber nee, das war's mit der ersten Halbzeit. Also ich stehe 0 zu 0. Ja, ich muss, wie gesagt, ich muss Holland erstmal kennenlernen. Es ist nicht so einfach, mit denen hier zu spielen, wie ich gedacht habe. Robben, bis jetzt noch keinen Glanzmoment gehabt. Einen guten Schuss hat er gehabt, aber dieser wurde von Coleman zum Eckball abgefälscht. Und somit steht es hier zur Halbzeitpause in Irland in Dublin 0 zu 0. Ja, was soll ich dazu sagen? Polen führt gegen Schweiz, Tschechien führt gegen Schottland. Das würde bedeuten, wir wären sogar momentan nur Tabellenzweiter, weil Tschechien an uns vorbeiziehen würde. Fitness schaut nur gar nicht ganz gut aus. Ich würde sagen, wir machen auch gleich so weiter. Also, weiter geht's. Zweite Halbzeit gelost. Irland wechselt einmal. Bringen McCarthy für Whelan. Und jetzt geht's hier weiter. Irland mit dem Anstoß eröffnet somit die zweite Halbzeit. Und das war ein Vorspiel von der Gassi. Ja, das war abzusehen, dass das gepfiffen wird. Und deswegen Freistoß jetzt für die Iren. Kommt hoch in den 16er rein, wird aber sofort abgefangen und Holland kann sie befreien. Und vielleicht ist der Gegenangriff aufbauen über El Ghazi. Der ist auch nicht langsam auf dem Flügel unterwegs. Weiter geht's zu Robben. Aber Robben bleibt hängen. Ne, bis jetzt ist noch nicht der Tag von Holland. Das muss man so sagen. Sie kommen bis jetzt noch rein gar nicht durch. Und jetzt wieder die Iren. Wenn hier mit der Hacke weiterspielen, aber Holland passt auf. Und jetzt Robben. Diesmal schnappt er sie den Ball. Jetzt vielleicht die Chance. Arjen Robben. Aber so richtig läuft da keiner mit, den muss man wahrscheinlich wieder selber reinziehen. Aber Robben ist schnell, Robben ist schnell. Flanke mit dem schwächeren Fuß auf Huntelaar. Aber ja, das war eben der schwächere Fuß von Robben. Weiter geht's zu Williams. Williams, hier schon El Ghazi wieder. Und Holland versucht jetzt das Spiel so ein bisschen unter Kontrolle zu bringen. Sie wollen jetzt drücken, sie wollen das 1-0 erzielen und das über Huntelaar. Weiter geht's zu El Ghazi. Nehmen wir das Strootman mit viel Platz. Strootman, weiter geht's zu Huntelaar. Ging gerade noch so gut. Huntelaar. Huntelaar. Und dann. Oh, das war ein bisschen Flip. Ping-Pong. Aber Holland kann sie befreien. Aber Kischner. Ja, Holland drückt jetzt. Holland ist jetzt im Powerplay. Jetzt wollen sie das Ding machen. So, jetzt El Ghazi. El Ghazi, komm schon! Ah, schwer zu nehmen. Aber es gibt zumindest Eckball. So, jetzt. Ich würde sagen, wir machen die Nummer kurz. Kurze Variante hier bei Holland zu sehen. Will vorbereiten für Robben, aber der Verteidiger ist einen Schritt vor Robben am Ball. Aber Robben holt ihn sich. Jetzt Robben. Mal schauen, ob er was draus machen kann. Robben zaubert ja so gerne. Aber diesmal nicht. Irland ist gut. Irland ist gut unterwegs. Wir kennen ja eine beliebte Sportart in Irland ist ja das Rugby. Und ja, so steht die Abwehr. Sehr, sehr bullig und dicht nebeneinander. Und jetzt mal wieder Memphis Depay. Depay mit dem Ball zu Robben. Robben kommt hin. Robben, den muss er machen. Den macht er nicht. Westwood kommt hin. Das war endlich mal schön gespielt von Holland. Schön und schnell, so wie man es erwartet. Aber Robben, den muss er eigentlich reinmachen. Nein, macht er nicht. Ecke, die nächste für die Holländer. Kommt wieder in die Sätze rein. Westwood wieder auf Weg nach draußen. Aber da sind sie momentan heute zu harmlos. Eckbälle sind heute viel zu harmlos von Holland. Und jetzt
Memphis Depay muss hier um den Ball kämpfen. Macht er gut. Weiter geht's in die Mitte zu Huntelaar. Huntelaar, jetzt geht wieder ein Ruck. Gut gesehen, aber wieder ist die Verteidigung dazwischen. Aber El Ghazi kann nachsetzen. El Ghazi. Und der Ball ist wieder weg. Nee. Das ist unglaublich schwer heute. Für die Holländer. So, nächstes. Und jetzt mal schön gespielt bei Irland. Über Kane. Kane und dann zieht er zurück. Lässt er die Gegenspieler vorbeilaufen. Und immer noch Irland am Drücken. Jetzt könnte es gefährlich werden. Jetzt die Riesenchance. Und fast die Führung. Den muss er eigentlich auf der anderen Seite reinmachen. Also jetzt sehen wir zumindest endlich mal ein paar Torchancen, wenn wir schon keine Tore sehen. Mekari war es, glaube ich. Ganz große Chance hier. Und jetzt wechseln wir mal ein bisschen aus. Und zwar, wir haben ja noch ein paar auf der Bank. Zum einen hier, Vinaldum. Ich kann die Namen nicht aussprechen. Vinaldum. Und wen haben wir noch? Fabrizi bringen wir auch mal für Huntelaar. Und sonst könnte man nur blind für Strootman bringen. Genau, also drei Wechsel bei der bei den Holländern. Ja, oh, Kitchener sieht nicht so ganz zufrieden damit aus, dass er ausgewechselt wird. Aber egal. Also drei neue Spiele jetzt drin. Und mal schauen, ob jetzt endlich mal ein Tor fällt. Also überfällig wäre es jetzt schon. Egal für wen, Hauptsache wir sehen jetzt endlich mal ein Tor. Und Holland tut sich sehr, sehr schwer. So, jetzt Van Persie im Spiel. Van Persie natürlich auch nicht mehr der Jüngste, aber er hat natürlich noch hohes Können hier. Und jetzt Holland spielt ihn knapp rum. Und jetzt die Chance für den Neuen! Für Wijnaldum. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Ich kann den Namen nicht aussprechen. So, jetzt Eckball, wieder Robben. Holland ist jetzt offensiver mit mehr vorne drin. Jetzt die Chance. Dann, oh, wieder der Verteidiger dazwischen. Jetzt fertig, kommt die Chance hier für Irland. Aber da stehen die Holländer gut. Aber trotzdem, Irland bleibt weiterhin am Drücker. Über Walters. Walters zu Ireland. Vlaar ist schneller. Vlaar muss den klären. Vlaar klärt den. Stark gemacht, jetzt Blind. Und jetzt kommt Holland wieder. Über Blind. Memphis Depay will auf den Flügel nicht so die starten, aber Van Persie bekommt den Ball. So, Van Persie, weiter geht's zu Memphis Depay. War dem Absicht, ich glaube nicht. Memphis Depay, komm schon, Depay, macht ihn doch rein. Und Westwood pariert. Das war eine Glanzparade. Und Holland beißt sich am heutigen Tage ordentlich die Zähne aus. Und jetzt die nächste Chance für Irland hier. 15 Minuten sind es noch. Und Irland wittert hier vielleicht die Sensation. Ein Dreier gegen den Tabellenführer, das würde den Iren natürlich unglaublich gut tun, aber dazu müssen sie erstmal ein Tor schießen. Und hinten nur dicht halten gegen Holland. So, und jetzt hier die Chance und es ist fast, das ist unglaublich. Da gibt es fast das Tor für Irland, fast aber nur, weil das Aluminium rettet. So, jetzt wieder Holland am Drücker. Über El Ghazi, El Ghazi außen geht Arjen Robben. Jetzt Robben, was macht er? Er will seinen Schuss haben. Er will seinen Schuss haben. Da kommt der. Wird er abgefälscht? Ich glaube, der war nicht abgefälscht. Nein. Hier ist im Ireland. Er hat eine große Chance gehabt. Eine ganz große. Eine riesige Chance. Mein Gott, wenn der ein bisschen tiefer kommt, dann steht es ja 1-0 für Irland. So, Ireland geht auch jetzt raus. Long kommt ins Spiel rein. Jetzt nochmal Abstoß für die Iren. Und so langsam geht es ein bisschen in die heikle Phase. 10 Minuten sind es noch. Also wenn ihr Holland noch gewinnen will, dann müssen sie so langsam mal reinmachen, den Ball. Weil sonst wird hier vielleicht Irland noch mit einer Sensation belohnt. Es wäre unglaublich. Es wäre unglaublich. Die Holländer spielen keine gute Quali. So, nächster Ball in den 16er. Ist der schnell? Ist der schnell? Ja, Wahnsinn. So, aber gut geklärt. Und jetzt Memphis Depay. Depay, weiter geht's zu Van Persie. Jetzt zu El Ghazi. Und wieder Holland. Wieder versuchen es die Holländer. Aber jetzt wird es eng. Er bleibt am Ball, stark gemacht. El Ghazi spielt es zurück zu Van der Wiel. Van der Wiel Platz mit der Flanke, mit dem Auge für Robben. Oh, und jetzt auf der anderen Seite wackelt das Aluminium. Arjen Robben, ich glaube, es soll heute einfach kein Tor fallen. Auf der anderen Seite wackelt das Aluminium nun auch. Schade. Wir sehen heute einfach kein Tor. Wenn es so weitergeht. Außer wieder ein Last-Minute-Ding. 89. Minute läuft schon. Die Iren kommen hier nochmal. Schöner Ball. Schön. Walters. Walters mit der Chance und wieder vorbei. Das ist unglaublich. Also jetzt lassen beide Mannschaften hier große Chancen liegen. So langsam ist das unentschieden. Ein gerechtes Ergebnis. Und jetzt laufen hier schon die letzten Minuten. Mann, oh Mann. Wer hätte damit gerechnet? 0-0. Obwohl Holland
doch der Favorit war. Aber ja, der Kampf und der Wille bei den Iren hat das möglich gemacht. Aber jetzt nochmal die Chance, aber dann fällt hier Martins Indy, der sie mit vorne einschleicht, leider hin. Und jetzt nochmal die Iren. Die Spielzeit ist eigentlich schon abgelaufen, aber die Nachspielzeit läuft noch. Jetzt McCarthy. Weiter geht's zu Walters, der gerade die Riesenchance hatte. Flanke ist gut, Flanke ist sehr gut. Kane im 16er. Kane! Und da ist das Tor für Irland. Unglaublich. Unglaublich. Irland macht das 1:0 in der 90. Minute. Und Holland liegt zurück. Es ist unglaublich. Holland liegt zurück gegen Irland. Schön gemacht natürlich. Und dann der Abschluss. Eiskalt, unhaltbar. Der ist unhaltbar aufs kurze Eck. Aber mit was für einer Wucht ins Tor. Eine Bombe. Und er sitzt und damit geht Irland in Führung. Und das ist die Sensation. Holland wird gegen Irland verlieren. Der Schiedsrichter wird zwar noch anpfeifen, aber ich glaube, es wird keine Chance mehr für Irland geben. Für Holland. Mann, oh Mann, was ist denn hier los? So, Robin, und das war's, ja. Und Irland besiegt Holland. Wer hätte damit gerechnet? Holland verliert und ich muss sagen, mein Gott. Ich glaube, ich muss mit Holland ein bisschen trainieren, sonst sind wir gar nicht dabei bei der Europameisterschaft. Robbie Keane. Mein Gott, oder heißt du Roy? Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Mann, oh Mann, also wir hatten jetzt schon Chancen und wir hätten euch das Ding machen können, aber... Oh Mann, ey. Westwood, bester Mann. Spiel ist zum Abhaken, vergesst es. So, Polen gewinnt gegen Schweiz, Tschechien gegen Schottland, damit sind wir schon mal weg vom Platz 1. Ja, hier sehen wir es, wir sind zwar nur auf Platz 2 vor Schottland, aber die Tschechen, die sind jetzt vor uns und mein Gott, wie können wir gegen Irland verlieren? Irland hat natürlich jetzt neuen Mut gefasst. Mit 7 Punkten haben sie eine, ja, wieder eine Chance, hier weiterzukommen. Und beim nächsten Mal, da müssen wir gegen Schottland, gut, ich muss, ach Gott, was, wie blam, das war echt das Blamabel, muss ich sagen, also damit hätte ich nicht gedacht. Naja, beim nächsten Mal müssen wir uns mehr zusammenreißen gegen Schottland, dann sagen wir an der Stelle, danke fürs Zuschauen, macht es gut, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, bleibt am Ball und ciao.